Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich bin schon ganz früh heute aufgestanden und bin direkt unter die Dusche gesprungen. Das Murphy hat uns ein bisschen früher geweckt als sonst. Ich glaube um 6:45 so. Und da hat Livia noch so schön geschlafen. Und dann bin ich direkt unter die Dusche gesprungen und habe mich ein bisschen frisch gemacht. Wir haben jetzt hier gefrühstückt, in Anführungsstrichen. Es gibt ja immer hier unseren Shake für uns, diesen aus Banane und sowas alles. Das Rezept, das habe ich euch unten in die Infobox geschrieben, weil da wurde ich so oft nachgefragt und das steht jetzt unter jedem Video in der Infobox. Die Livia habe ich jetzt gestillt, ganz ausgiebig. Ja, was schaust du mich an? Was schaust du mich an? Ja? Hallo? Machen wir jetzt hier den Haushalt? Rocken wir den Haushalt? Du hast so einen starken Kopf. Schaust du die Mama an? Ja? Hallo? Hallo. Schatz. Ja, ich habe es jetzt hier ins Tragetuch gepackt. Dann kann ich gleich hier ein bisschen den Haushalt machen. Wie ihr seht, es ist etwas vollgestellt alles. Ja, während es heute wieder arbeiten, den zweiten Tag. Er hat ja gestern den Laden wieder aufmachen dürfen, trotz Lockdown, halt mit gewissen Auflagen. Und ja, heute ist er halt auch wieder arbeiten, allerdings nur bis mittags. Du süßes Schnäuzelchen. Du süßes Schnäuzelchen. Du bist so süß. Hm? Warten wir mal, dass sie einschläft. Also was heißt warten? Am besten schläft sie ein, wenn ich einfach hier rumlaufe und Sachen mache und rödel. Sie mag es halt nur nicht, wenn ich jetzt den Kopf hier rein mache, dass sie nicht gucken kann. Sie guckt halt gerne rum. Und wenn sie noch so rumguckt, dann muss ich mal das Köpfchen so ein bisschen halten. Das heißt, ich bin nicht so frei in meiner Bewegung, als wenn sie schlafen würde. Aber egal, es ist so schön. Es ist echt toll, die so zu tragen im Tragetuch. Und ach, alles ist so schön. Ja, du bist so süß. Ja, total so Hormone und Liebesüberflutung. Ne? Ja, sie hat auch schon gelächelt. Vor ein paar Tagen hat sie das erste Mal gelächelt. Also im Schlaf macht sie es schon länger, aber halt so im Wach noch, ist es noch neu, dass sie das halt so, dass sie einen anlächelt. Das ist so süß. Ich habe ja gestern hier dieses Brot gebacken und mir ist beim Schneiden aufgefallen, ich habe es euch gar nicht gezeigt, als es fertig war. Das war eine Fertigmischung vom Lidl, glaube ich, so ein Sonnenblumenöl. Und ich habe einfach nur Leinsamen noch da reingemacht. Und ich habe hier schon jetzt ein neues Toastbrot drin. Das ist noch am Aufgehen, der Teig. Das backt dann nachher. Und jetzt habe ich hier noch einen Rest Kaffee von heute Morgen. Der ist kalt und ich habe mir überlegt, ich mache mir jetzt einen Eistee. Nicht einen Eistee, einen Eiskaffee, Mann. Zwar ohne Sahne, aber egal. Mm. Schon wieder, ich zeige euch das mal. Bernd hat ja diese Plissés hier an den Fenstern angebracht. Und das sind so günstige vom Ikea. Die kosten 7 Euro das Stück. Und die sind einfach nur geklebt im Fensterrahmen oben drin. Und es gibt keine Lösung dabei, dass man die halt auch oben festmachen kann. Also wenn man die oben anklebt, dann sind die halt bis nach unten. Und man kann sie nicht hoch machen. Deswegen hat der Bernd, klug wie er ist, hier einfach so ein doppelseitiges Klettklebeband, dass man das halt dann hier so festmachen kann. Weil wir wollen es ja nicht immer dunkel haben. Aber das löst sich halt immer, das eine. Und das ärgert mich. Das sieht immer so doof aus. Bernds Mama, als sie hier war oder als die Eltern hier waren, haben die gedacht, dass das extra so ist. Das ist wie so ein Fächer so sein soll. Ich habe mich jetzt einfach mal mit der Morla hier hingechillt und die seufzt immer so süß beim Schlafen und ich hoffe, dass die Kamera das mal einfängt, dieses Geräusch. Weil auch die Morla mault.
Ich glaube, sowas finden nur Eltern süß. Findest du das süß, Calvino? Dieses Geräusch? Calvino findet das auch süß. Aber er gehört halt, also ist ja halt Geschwister, aber Fremde, glaube ich, für die ist das so egal, oder? Was meinst du, Calvino? Weiß nicht, Freunde, die Babys mögen, finden das bestimmt auch gut. Ja, das stimmt. Kommt drauf an. Die meisten Menschen mögen ja Babys. Ja, und wir sitzen hier. Calvino hat gerade Pause und er wartet, dass das Handy angeht. Er wollte nämlich bei Amazon stöbern und bei eBay Kleinanzeigen. Er hat nämlich das BMX-Fahren, Fahrradfahren. Wie sagt man BMX-Fahren? Für sich Ja, entdeckt. also Pumptrack fahren halt. Ja. Weil hier jetzt ist halt eine Skatebahn in der Nähe, Pumptrack. Da fahre ich ganz gerne Ja, und das war jetzt alles geschlossen so lange wegen Lockdown. Und gestern war er mal wieder da und das hat ihm super gefallen. Und aber schon vorher hast du ein hin. Ja, aber mit normalen BMX. Fahrrad. Ja, mit BMX ist man da aber viel schneller und besser. Ja. Halt, weil es ist auch viel leichter, da kann man die Stellkurven hochfahren. Ja. Und mit dem normalen Fahrrad ist das halt voll doof, weil es ist schwer, ne? Und nicht, ist langsamer und ja. Ordnungsamt war übrigens ein paar Mal da und hat gesagt, Maske aufsetzen, Maske aufsetzen, Maske Ja, aufsetzen. ja. Aber wenigstens kann man hingehen, ne? Aber wir sind auch hauptsächlich so früh wieder gekommen, weil man da Maske tragen musste und die haben es beleidigt. Ja. Naja, und deswegen gucken wir nach dem BMX oder Calvino, eher gesagt. Der vergleicht gerade so die Preise und die Angebote von Amazon und eBay Kleinanzeigen. Wir wollen halt nicht so. Also, Calvino hat ganz viel Geld gespart, selber. Das schenken wir ihm nicht, das Fahrrad. Aber, was wollte ich jetzt sagen? Ja, was wollte ich denn jetzt sagen? Hab ich vergessen. Dass du halt Geld gespart hast und dir das selber kaufen wolltest. Und Preise vergleichst und Qualität. Ne? Und Farbe. Auch. Aussehen muss es auch gut, ne? Ja, klar, das ist ja Ja. das Wichtigste, mit das Wichtigste. Ja. Fühlt die Mama findet, eine Bremse ist mit am wichtigsten. Ja, aber klar. Also Ja. ich habe lieber eins, was fährt, als eins, was gut aussieht, aber nicht fährt. Klar. Ja. Die Maus. 155 habe ich hier und Ja. 150 muss ich mir sagen, also es wird passen, wenn ich Okay. 10.000 Forint euch gebe. Ja, die können wir dir ja tauschen in Euro. Das ist das, was Calvino so schön findet, das Fahrrad. Das erkennt man kaum jetzt auf der Kamera. Jetzt. Ist halt so schwarz mit Türkis, ne? Ja. Wann wird es ankommen, wenn wir es jetzt bestellen? Das würde kommen. Warte. 27. Februar bis 2. März. Okay. Ja, kennt er gar nicht mehr, dass du so lange weg bist. Ihr Lieben, wir haben ein Zuschauerpaket bekommen von der lieben Renate. Ganz lieben Dank auf diesem Weg. Ich war etwas überrascht, weil wir haben total lange keine Post von Zuschauern bekommen. Ich wollte das jetzt auspacken und euch mal zeigen, was drin ist. Ich weiß es selber auch noch nicht. Ja, wollen wir mal schauen, Livia, was da drin ist in dem Paket? Ja? Ein Marienkäfer. Oh, wie schön. Das erinnert mich. Jetzt hat die Maus in eine Hose gemacht. Sorry fürs Geräusch. Calvinos erstes Kuscheltier, was der geschenkt bekommen hat, das sieht so ähnlich aus. Das muss ich euch gleich mal zeigen. Das ist auch ein Marienkäfer und den hat er bis heute noch. Also das passt total gut. Dankeschön. Livia, so schöne Sachen hast du bekommen. Boah, vielen Dank. Der gefällt mir richtig gut. Ich glaube, dass die haben Namen, diese Steine, oder? Wenn das jemand weiß, schreibt das mal bitte in die Kommentare. Ja, das sind deine Geschenke, ne? Das sind deine Geschenke. Guck mal, du hast auch einen Brief bekommen. Guck mal, Bücher, toll. Tierisch gute Alltagstipps. Vielen Dank, liebe Renate. Das wäre wirklich nicht nötig gewesen. Was ist das? Blätter. Das hat sie gemalt. Für dich, liebe Michaela, mit Bernd und Calvino. Oh mein Gott. Ist das schön. Dankeschön.
Wow. Boah, hat sie sich Mühe gemacht, Renate. Guckt euch mal diesen Umschlag an. Wow. Da brauche ich mal eben beide Hände. Olivia, schön, dass es dich gibt. Olivia, wow, so eine tolle Karte. Ein Kind zu haben bedeutet immer, ein Stück seines Herzens außerhalb seines Körpers zu tragen. Ja, wow, boah, Renate, vielen, vielen Dank. Oh, guck mal, sie hat sogar die Daten von dir, Olivia, hat sie sogar aufgeschrieben. Oh mein Gott, herzlichen Glückwunsch zur Geburt eurer Tochter. Ja, wow. Wow, super. Wunderschön. Auch wenn die Olivia das gerade nicht so zeigen kann. Es wird hell, weil du da bist. Oh. Liebe Renate, ganz, ganz lieben Dank für dieses tolle Paket. Ich habe mich mega gefreut und Olivia wird sich auch freuen später, wenn sie deine Karte sieht. Die ist wunderschön. Vielen Dank, dass du dir so viel Mühe gegeben hast. Jetzt habe ich aber den Löschen eingezahlt, ne? Mir ist das sowieso egal. Bernd sagt gerade, da ist noch ein günstigeres, aber besseres Fahrrad. Oh, Mola. Achso, den Toast wollte ich, glaube ich, noch zeigen. Mein Toastbrot gebacken heute und Bernd schneidet die gleich noch für die Brote, glaube ich zumindest. Und hier mache ich mir jetzt noch eben was zu essen warm. Spaghetti Bolognese. Die Nudeln hat Calvino gekocht und das ist aufgetaut, die Bolognese-Soße. Der Smurfy hat seine Fleischwurst aufgegessen. Nein. Doch. Du hast die genommen. Hallo. Miau. Hallo. Morna sagt, Juli, Miau. Warum nicht? Nein. Du bist so süß, wie du sabberst. Ja, die sabbert nicht. Nein. Die trinkt nur rückwärts. Ja. Gut, ich würde jetzt den Vlog beenden, denn dann kann ich den jetzt schneiden. Schneide ich den und lade ihn direkt hoch, dann könnt ihr den morgen wieder sehen. Ja, die Morlas. Morlas? Morgen wird gevloggt vom Bernd. Ja, ja. Nein. Motiviert mal den Bernd. Ich sage ihm immer, der soll auch einen YouTube-Kanal machen. Unmotivierbar. Der hat doch das schöne Handy. Das habe ich euch gestern noch erzählt, womit er so schön vloggen kann. Naja. Egal, er will nicht. Mona wird aggro. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.